Ja, hallo liebe Ina, ich freue mich total, dass du zugesagt hast zu dem Interview. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, Dankeschön. dass du hier bist. Ja, ich mache das immer so zum Start. Finde ich es immer am besten, wenn du dich vielleicht selber vorstellst und von dir ein bisschen erzählst und dann können die ZuschauerInnen sich da ein gutes Bild über dich machen. Sehr gerne. Genau, ich heiße Ina. Auf Instagram heiße ich Sewing Machine. So heißt auch mein kleines, feines Schnittmusterlabel, was ich im Oktober 2020 gegründet habe. Und genau, seither mache ich das mit sehr viel Herzblut und ja, ganz Ja, kurz. wow, 2020 ist ja auch noch relativ frisch. Mir kommt das schon viel länger vor. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, also Also mir dann kommt es. quasi mit Covid oder Corona dann. Genau, also ich habe im März 2020 mein Instagram gestartet. Tatsächlich unabhängig von Corona. Ich nähe schon sehr lang, seit ich 13 bin. Und habe das dann aber nach dem Studium, als man dann so gearbeitet hat und Geld verdient hat, so ein bisschen vernachlässigt. Und dann habe ich so ein Buch gelesen, Das Café am Rande der Welt. Das ist ja so ein Klassiker, ne? Kennt Ja. man. Und da ging es ja darum, dass man mehr Dinge tun sollte, die einem ja, Spaß machen so. Jetzt nicht im Sinne von beruflich, also schon im Sinne von beruflich, aber ich dachte so, boah, wie schade, dass ich so lange nicht mehr genäht habe. Das möchte ich wieder starten. Und dann habe ich mir halt den Account gemacht und dachte, gucken, ob es auch andere Mädels gibt, die nähen, und war dann so total geflasht, wie groß die Community ist und wie viele Frauen und Mädels und teilweise auch Männer nähen. Und genau, so war mein Start. Genau. Ach krass, also bist du dann wirklich ganz frisch in die ganze Nähwelt Genau. reingeboren quasi. Du hattest Ja. vorher gar nichts damit zu tun, das ist ja Nee. auch interessant. Ja. Aber da schon meine nächste Frage, nämlich, was hast du denn überhaupt vorher gemacht? Also du sagst, du nähst, seitdem du 13 bist, da hast du wahrscheinlich viel gelernt, also deine Skills. Aber hast du vielleicht auch eine Ausbildung im Kreativbereich, vielleicht sogar bist du Schneiderin oder hast du irgendwas studiert in dem Bereich? Erzähl gerne Also mal. Schneiderin bin ich leider nicht. Wäre cool, wenn man das wäre. Ich habe ein duales Studium gemacht, das heißt Textilmanagement. Und das ist sehr BWL-lastig. Also der Fokus ist BWL und der Schwerpunkt ist eben Textilhandel. Viele, die das studieren, die sind dann quasi Retail-Buyer und arbeiten zum Beispiel bei, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich Marken, darf ich Marken nennen oder? Okay, bei Breuninger oder so und sind dann halt diejenigen, die entscheiden, welche Ware dann zu welcher Saison auf der Fläche ist. Ich habe mein Studium bei Sanetta gemacht, die machen ja so Kinderkleidung und habe halt gemerkt, dass ich super einkaufsaffin bin und dass ich es halt voll spannend finde, zu sehen, wo die Sachen herkommen. Meistens ist es ja Fernost, muss man ja sagen, aber auch Europa. Und dann habe ich so Praktika gemacht im Ausland. Ich war noch 3 Monate in Sri Lanka. Und während dem Cool. Studium in Indonesien für 6 Wochen. Und dann habe ich einen Job in Oldenburg gefunden bei einer Textilagentur, die quasi auf Flachstrick spezialisiert ist. Also die kaufen große Mengen Pullover, Cardigans, auch Sweatshirts und so. Und da habe ich dann quasi 6 Jahre lang gearbeitet und habe viel Produktentwicklung gemacht, Sourcing, guckt, was ist gerade in, was für Garne, was für Qualitäten, und war dann aber auch ab und zur Hauptmusterung in den Produktionsstätten und konnte da vor Ort dann so ja ein bisschen gucken und halt ja sehen, dass das alles schön wird im Grunde. Genau. Wow, voll spannend. Ich habe ja auch lange im Einkauf, naja, so lange nicht, aber ich habe auch im Einkauf gearbeitet. Bei Makerist habe ich den Einkauf gemacht. Ach krass. Ja, ich war auch immer so sehr stoffaffin. Das hat mich auch schon immer total interessiert. So eher auch der Design-Aspekt beim Nähen. Also so, welche Stoffe kann man nutzen, anstatt das eigentliche Nähen an sich. Ja, ist auch ja, spannend. Was hattest du denn dann mit, also kaufst du dann wirklich so an der Quelle oder sind das dann eher so Großhändler, wo man die Stoffe bezieht? Das war zu einer Zeit, wo Makerist auch noch kleiner war. Da haben wir ja, Zwischenhändlern gearbeitet. Also ich habe nicht importiert. Aber mittlerweile gehören die ja zu stoffe.de und die machen wirklich Großimport Cool. direkt bei den Herstellern. Ja, und dann genau, hast du studiert, warst auch ein bisschen im Ausland und
wie war dann die Gründung? Also du hast dann deinen Instagram-Account eröffnet und hast wahrscheinlich erstmal selber losgenäht. Hattest du vorher eigentlich schon mit digitalen Schnittmustern genäht oder hast du immer deine eigenen Schnitte erstellt? Und wie kam es dann dazu, dass du deine eigenen Schnitte erstellt hast? Also ich kannte digitale Schnittmuster gar nicht. Ich kannte früher immer die Burda und die Otobre, als ich gestartet habe mit Nähen, aber oft war das halt nicht das, was ich gesucht habe. Und außerdem war ich halt mit 13 auch relativ klein und zierlich und dann hat mir das auch nicht so richtig gepasst. Und dann habe ich halt von Freundinnen oft auch Kleidung ausgeliehen und die Schnitte so nachgezeichnet, wie ich das ganz lange ja gemacht habe, mit der Folie einfach draufgelegt, draufgesteckt und dann die Nähte nachgemalt. Und ja, also so, ich habe eigentlich nie Schnittmuster gekauft, ich kannte das gar nicht und das war ich tatsächlich das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass es halt wirklich so eine eigene Branche ist und dass viele ja auch davon leben, so, ne? Und ja, dann wurde ich halt oft gefragt, womit ich nähe und habe dann immer so gesagt, ja, den Schnitt habe ich selber gemacht und dann dachte ich so, ja, vielleicht könnte ich auch einfach mal versuchen, das selber hinzukriegen, so ein Schnittmuster. Und ich hatte schon ein Grafikprogramm, das war natürlich ein Vorteil, ne? Und ich kannte mich auch ein bisschen mit Gradierung aus, weil ich in meinem alten Job auch Pullover gradiert habe oder so Tech Packs, sagt man ja, erstellt habe. Und dann habe ich es einfach mal getestet und einfach so, ja, wie sagt man, fällt mir das Sprichwort nicht ein. Learning by doing. Ja, so, ja, genau, so kann man. Genau, einfach, ich bin einfach gestartet und habe gedacht, ich gucke mal, wohin das führt. Ich hatte kein Ziel oder keinen Plan. Also es war jetzt nicht so, dass ich da saß und gedacht habe, wow, ich baue jetzt eine Brand auf und das ist mein Ziel und so, sondern eher so, ich mache das mal und gucke, wohin es führt. So. Und dann hat es halt mega viel Spaß gemacht. Es ist halt voll schön, wenn man Schnittmuster stellt, das kannst du sicherlich bestätigen. Und dann sieht man die schönen Sachen, die dadurch entstehen. Das macht halt irgendwie mega viel Spaß, ne? Und es ist einfach eine schöne Sache. Und ja, genau. Ja, voll. Also ich muss auch so lachen, wie viele Parallelen das bei uns gibt, weil bei mir war das ganz genauso. Also ich hatte auch vorher noch nie mit einem PDF-Schnittmuster genäht. Ich kannte die ganzen Designer überhaupt nicht. Ja. Ich habe immer nur für mich genäht. Und als ich dann bei Makerst angefangen habe, dann ist mir aufgefallen, ach krass, das verkaufen ja Leute. Mhm. Und dann habe ich auch, naja, probier's es mal, aber jetzt auch überhaupt nicht mit dem Gedanken, so, da will ich mal von leben können, sondern eher, naja, ich habe es jetzt für mich gemacht, dann kannst du es jetzt auch noch eine Anleitung zuschreiben und halt verkaufen. Ja, genau. Ne? Und so ist das dann gewachsen, voll witzig. Bist du mittlerweile eigentlich komplett selbstständig oder arbeitest du noch, hast du noch deinen Job? Ich habe dann dieses Jahr im Februar habe ich gekündigt, meinen Job, weil es halt einfach nicht, also das hat mir super viel Spaß gemacht, ne? Also es war genau mein Ding, die Arbeit, aber es war halt beides zusammen mit den Schnittmustern, das war halt krass, ne? Weil ich halt Vollzeit gearbeitet habe und das ging dann echt irgendwann an die Substanz und deshalb habe ich gesagt, einfach um die Sicherheit noch zu haben und weil ich überhaupt nicht risikofreudig bin. Ich suche mir einen Teilzeitjob. Genau, ich arbeite bei einem Markisenhersteller im Einkauf und da habe ich meine 20 Stunden. Das ist dann immer von 8 bis 12 und dann kann ich quasi mich mittags voll und ganz auf die Schnittmuster stürzen und das dann genau eben machen. Ja. Ja, ich auch. Also ich bin auch nicht risikoaffin. Und habe auch ganz lange noch bei Makerist gearbeitet, aber auch sehr schnell dann auf 50% runtergegangen, weil das mit einem Vollzeitjob dann, das wie du sagst, das geht echt an die Substanz. Ich habe dann teilweise nachts noch so lange am Computer gesessen, wirklich immer wie so ein Shrimp, weil man ja wirklich die meiste Zeit nur am Computer sitzt. Und dann stehst du morgens wieder auf, dann kann man ja auch nicht direkt einschlafen und so. Und deshalb war es dann relativ schnell so, dass ich auch auf 50% gegangen bin. Machst du das immer noch? Ja, mit 50%? Ja, ich mache immer noch Makerist, aber mittlerweile ja, könnte ich wahrscheinlich schon komplett von der Selbstständigkeit leben. Aber erstens mag ich die Sicherheit und zweitens macht es mir auch Spaß. Mhm. Also ich mache da die komplette Produktentwicklung von Makerist, also Product Owner. Cool. Und es ist schon echt, das macht mir schon Spaß, so dieses ganze Technische. Und da lerne ich auch viel für meine eigene Webseite, deshalb macht mir das schon Spaß. Ist ja auch schön, dass du das so kombinieren kannst, ne? Dass du so dein eigenes Kreativ hast, aber dann auch noch so die Sicherheit und aber trotzdem ein richtig cooler Bereich. Ne? Das ist natürlich schön. Genau, ja, das ist schon echt Luxus. Ja. Ich frage mich auch immer, wenn man so
wenn man jetzt nur selbstständig ist, ob das dann nicht so, wie soll ich sagen, ob das dann nicht langweilig, was nicht langweilig, aber dass man dann irgendwie so den Kontakt zur Außenwelt einfach verliert, ne? Weil wenn ich jetzt an mich Voll, denke, ja. ich wäre dann einfach nur hier zu Hause, hätte so gar keine Arbeitskollegen und man ist halt einfach so von morgens bis abends da und man müsste sich nicht mal Ja. duschen und das wäre einfach egal, so ungefähr, ne? Keinen Und ja. interessieren, ja. Das auf jeden Fall, das merke ich hier auch, weil ich bin ja in Dubai, nicht in Deutschland, aber zumindest muss ich hier einmal täglich mit den Leuten telefonieren und wir machen halt so Ja. Calls. Ansonsten kriege ich hier auch nichts mehr mit. Also man ist wirklich nur alleine zu Hause. Und das ist schon, da muss man schon echt Ja. aufpassen, dass man dann auch sich Pausen Ja. nimmt, dass man sich abends vielleicht verabredet oder was auch immer, dass da die Abwechslung drin ist. Ja. Also das kann schon auch ein bisschen einsam Das werden, stimmt. immer so im Homeoffice. Ich vermisse auch total so dieses Büro und Arbeitskollegen haben. Ja, aber es hat alles sein Plus Auf und jeden Minus Fall, so. auf Das, jeden Fall. Man ist ja auch dann, hat ja auch nicht so dieses 17 Uhr nach Hause gehen, sondern manchmal ist es ja so, Ja. man startet dann, also bei mir zumindest, ich starte dann um 3 wieder, weil ich irgendwie Pause mache und irgendwas esse so. Und dann startet man halt um 3 und dann sitzt man aber auch bis 8 oder bis 9 oder wie auch Ja. immer, ne? Das ist Ja. dann so, die Zeit fliegt und irgendwie, ja, ist schon so, ist schon Ja. schwierig. Wie bist du denn eigentlich bei der Gründung oder wie waren denn die rechtlichen Schritte bei deiner Gründung? Das frage ich, weil das immer ganz viele interessiert, beziehungsweise weil da auch immer ganz viele vor zurückschrecken, wenn sie eine Idee haben oder wenn sie sagen, ich würde es gerne mal ausprobieren, aber in Deutschland ist es jetzt auch nicht gerade super einfach, Geld zu verdienen nebenbei. Man muss ja wirklich alles immer sofort anmelden und so. Also deshalb meine erste Frage, welche Rechtsform hast du gegründet und wann war so der Zeitpunkt, dass du das gemacht hast? Also ich habe, Und dann sorry. noch die zweite Frage, weil die damit einhergeht, die Steuer. Hast du da das erstmal selber gemacht? Hast du vielleicht einen Steuerberater oder so? Weil das ist eigentlich die häufigst gestellte Okay. Frage. Also ich habe ein Gewerbe angemeldet im Oktober dann 2020. Das fand ich total easy. Das klingt immer so krass, aber es ist einfach nur so Das ein ist Bogen easy, ja. und dann gibt man den so ab und zahlt irgendwie 25 Euro und dann hat man gegründet That's so, ne? Und it. ich dachte eigentlich, das ist so voll was Besonderes, aber man geht einfach so aufs Amt und kommt dann raus und hat einfach so einen Zettel in der Hand und das war's dann irgendwie, ne? Ja. Und ich war dann erstmal Kleinunternehmer. Das bietet sich ja auch an, ne? Weil dann hast du wirklich einen geringen steuerlichen Aufwand. Du musst ja keine Umsatzsteuer abführen und kriegst dann auch von den ganzen Plattformen, auf denen du verkaufst, einfach nur die Nettogutschrift. Und das wird dann quasi auf dein, davon gehen dann deine Kosten ab. Und das wird dann ja auf dein Gehalt draufgepackt und darauf zahlt man dann Steuern. Also das fand ich als Kleinunternehmer wirklich überschaubar und deshalb hatte ich anfangs auch keinen Steuerberater, sondern habe das selber gemacht in so einer Excel. Ich auch. Und ja, also es war wirklich, ich fand es jetzt nicht schwierig und es gibt ja auch gute Steuerprogramme. Also mittlerweile habe ich einen Steuerberater, weil ich seit diesem Jahr auch kein Kleinunternehmer mehr bin und jetzt halt ganz andere Themen habe. Es ist ja so einfach das Produkt auch ist. Also digitale Produkte verkaufen sich ja wirklich von selbst mehr oder weniger. Du musst halt wenig, du musst nichts verpacken, nichts verschicken. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Aber trotzdem kann halt auf der ganzen Welt gekauft werden. Und deshalb musst du dich mit den Steuersachen in der ganzen Welt befassen. So, ne? Gerade Europa mit diesem One-Stop-Shop und so weiter und so fort. Genau, deshalb habe ich jetzt auch einen Steuerberater. Ich gucke trotzdem immer, dass ich selber informiert bin, weil ich würde das jetzt nicht einfach so abgeben. Da hätte ich immer Angst, dass irgendwas falsch ist. Ich gucke halt immer selber und dann gehe ich hin und sage, ich mache das so und so und so, ist das richtig? So ist halt eher meine Herangehensweise so, ne? Genau, also ich habe einen Steuerberater, genau. Ja. Und wie hast du den Steuerberater gefunden? Weil das ist auch anscheinend für viele ein Problem, Steuerberater zu finden, die zum einen verfügbar sind generell, aber auch die sich mit den ganzen digitalen Sachen auskennen, also die das Produkt verstehen Ich habe quasi. es, es gibt hier bei mir in der Nähe einen, der hat sich auf sowas spezialisiert.
Der ist aber tatsächlich voll. Cool. Da hatte ich leider keine Chance, oder die haben direkt Meine gesagt auch. am Telefon, wir haben so viele Anfragen, keine Chance. Und dann habe ich einen gesucht, der ist auch hier in der Nähe. Das ist ein normaler Steuerberater, also jetzt kein Fokus auf digital, aber trotzdem kennen die sich ja aus. Also wenn da mal eine Frage ist, die man vielleicht nicht aus dem FF beantworten kann, dann wird er sich ja, also dann informiert er sich ja. Das ist ja dann der Job so, ne? Und da vertraue ich Ja, dann auch drauf, genau. dass ich halt richtig beraten werde. Und es gibt ja auch jetzt abgesehen von, es gibt ja auch viele andere Themen, die dann relevant sind, wie Krankenkasse oder so, ne? Und da kennen sich Steuerberater ja auch gut aus. Genau, das ist bei mir auch so. Meine ist auch jetzt nicht drauf spezialisiert, aber sie hatte halt Lust, da mehr zu lernen und nimmt mich quasi so als Versuchskaninchen. Fallbeispiel und lernt auch so an mir und genau. Aber sie macht das sehr gut, ich vertraue ihr da auch. Und immerhin weiß ich, wenn sie was nicht weiß, wird sie es Genau. rausfinden. Also sie Und beschäftigt die sich verstehen ja damit, auch die ne? Texte viel einfacher als unser eins, ne? Diese ganzen komplizierten. Ja, Hast du genau. denn, bist du in Dubai gemeldet? Ich habe ein Visum, aber ich bin in Ah. Deutschland gemeldet und zahle auch Vollsteuer in Deutschland. Das ist eigentlich mein größter Fail bisher. Ich habe hier ein Unternehmen angemeldet, aber das war auch ultra teuer. Also im Vergleich zu Deutschland, du musst das halt hier anmelden, bezahlst dann einmal eine Summe und kannst aber dann steuerfrei verdienen. Dachte ich ja. Cool, ich bin jetzt eh hier, ne? Aber Etsy zum Beispiel, die akzeptieren keine Verkäufe aus den Ja. Emiraten, was schon mal blöd war, weil ungefähr 40% von meinem Einkommen kommt Okay. über Etsy. Und das habe ich vorher, war auch an mir schlecht recherchiert Okay. einfach. Und dann dachte ich, gut, gibst du das jetzt auf oder zahlst du weiterhin Steuer? Wenn ich weiterhin das mache, dann muss ich ja sowieso in Deutschland Steuer bezahlen, dann kann ich ja mich nicht abmelden. Ja, und deshalb habe ich jetzt hier 4.000 Euro bezahlt Umsonst. Oh für Mann, ey. nichts. Und sei jetzt trotzdem, was auch vollkommen okay ist, ich bin auch gerne eigentlich in Deutschland gemeldet. Das ist schon auch eine Sicherheit, die ich da habe. Steuern sind natürlich auch viel, aber jo, so ist das Leben, ne? Das Ja. gehört dazu. Aber es war schon ärgerlich. Ich hätte das einfach komplett besser Ja. recherchieren müssen. Und dann war ja aber auch noch so, dass ich das schon. Dass ich schon die Steuern, nee, die Rechnung auf meine neue Dubai-Adresse ausgestellt habe. Und dann noch zum Jahresende, letztes Jahr, vorletztes Jahr quasi, musste ich dann alles nochmal im Dezember die ganzen Rechnungen anpassen. Boah, das war richtig so. Das Steuerthema ist für mich auch echt immer so ein Panik. richtiger, ja, Ja, Panik, wirklich. verstehe ich. Ja. Krass. Ja, ich dachte, ich habe neulich gehört, ja, also dass du bei ja Steuer oder 5% oder irgendwas habe ich gehört. Oder das ist Mehrwertsteuer, genau. Mehrwertsteuer, genau, aber Ah, keine okay, krass. Einkommensteuer. Ist ja echt, Also wenn du halt diese Lizenz ja. erworben hast, ne, dann musst du deine Ja. Lizenz kaufen. Aber ich meine, wenn du es vergleichst, wenn du für 4.000 Euro habe ich halt so eine Freelancer-Lizenz gekauft. Damit darf ich nicht in Dubai verkaufen, aber im Rest der Welt. Und weil das ist in so einer Free Zone. Und die kostet 4.000 Euro jetzt in meinem Fall. Aber wenn du jetzt dafür aufrechnest und das eine 3-Jahres-Lizenz ist, natürlich mega cool. Klar. Aber wenn du halt nichts damit machst und die nur Ja. rumlegst, sind es 4.000 Wie Euro, die ich sonst? vom Balkon geworfen Ja. habe. Das ist so. Ja, aber gut, es war auch ein Riesen-Learning. Wer weiß, vielleicht brauche ich es ja auch irgendwann nochmal, wenn ich hier dann wieder mehr mache. Aber es ist halt wirklich nicht einfach da mit der Doppelbesteuerung. Ich habe auch keinen Steuerberater gefunden, der mir da helfen könnte mit ausländischem Recht, mit der Doppelbesteuerung und diese ganzen Sachen. Das ist Ja. so schwer. Ja, dann ja, hast du dein Unternehmen gegründet und dann hast du dein erstes E-Book erstellt. Das war ja der Genau, Pullover, ne? genau, Dieser genau. Oversize-Pullover. Ja, genau. Der kam ja ziemlich gut an. Ich weiß noch ganz genau, wo du so auch das erste Mal, wo ich über dein Profil gestolpert bin. So, es ging über den Hoodie. Hattest du denn da dann irgendwann schon einen Plan, auch Marketing zu machen? Hattest du so eine Strategie oder war es wirklich, du sagst ja, du hast es erstmal so gemacht, aber als du dann gemerkt hast, cool, das verkauft sich, wann kam so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt hier mehr machen, beziehungsweise auch Marketing machen, Social Media, um auch mehr zu verkaufen? Also da bin ich wahrscheinlich ein sehr schlechtes Beispiel, weil ich überhaupt keinen Marketingplan oder so habe oder hatte. Nach wie vor habe ich da nichts. Ich arbeite relativ impulsiv und mache halt immer das, worauf ich gerade Lust habe.
Weil, Genau. also, wenn manche haben ja so echt so einen Posting-Plan, das finde ich immer krass, weil dann, boah, wenn ich so einen Plan hätte, ich wüsste, ich halte mich nicht dran, weil dann hätte ich so Mitte der Woche eh Lust auf was anderes und dann wäre halt schon alles wieder so führen, Ja. ne? Und deswegen, also, ich habe halt gemerkt, dass es angenommen wird und das hat mich total gefreut. Ich habe auch nichts erwartet. Und dann dachte ich so, komm, ich mache weiter. Und dann habe ich ja Walter gemacht, dieses Wickelshirt. Und genau, habe mich, also ich habe mich mehr auf die Schnittmustererstellung fokussiert als auf alles andere. Also ich habe mich weder auf irgendwie ja, auf einen professionellen Instagram-Auftritt, noch auf eine Website oder so fokussiert, wirklich nur, weil halt auch keine Zeit da war, ne? Neben dem Vollzeitjob, war halt der Stimmt. volle Fokus auf den Schnittmustern. Und ja, ich bin nicht, ich bin einfach nicht der Typ, ich bin dazu inkonsequent und ich finde das voll schön, wenn man ein schönes Profil hat. Ich finde, dein Insta ist auch wirklich schön. Du hast ja auch so richtig schöne Bilder und das sieht so richtig rund aus, alles. Das finde ich voll toll, wenn man das kann und macht. Aber ich kenne mich und ich weiß, dass ich das halt einfach nicht bin. Und deswegen ist es, wie es ist. Ja, verstehe ich vollkommen. Also ich mache das auch immer aus dem Bauch heraus. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist für mich auch der größte Luxus, mich nicht Ja. an etwas halten zu müssen. Und deshalb liebe ich das ja auch, so selbstständig zu arbeiten, sondern einfach sagen zu können, boah, die Woche habe ich richtig Bock, mir eine Hose zu nähen, ausleihen. Genau. Und dann mache ich das auch und nehme das dann Ja. halt so mit auf Social Media. Und jetzt hatte ich halt mal 2 Monate schon fast wirklich gar keine Zeit und auch kein interessantes Projekt und wollte auch irgendwie nicht viel machen. Ja, und dann mache Ja. ich das halt nicht, ne? Und das ist schon Voll. echt ein Hast du nicht Riesenluxus. manchmal das Gefühl, gerade auf Instagram, dass das von dir Content irgendwie erwartet wird? Oder wie gehst du damit um? Also Voll, kannst du das ja. gut ab oder denkst du dann, ah, ich müsste mal wieder was posten oder bist du da so entspannt und kannst das dann einfach so wegschieben? Das, genau das wollte ich dich auch fragen, so auch wenn man eben dann auch ein bisschen wächst, so die Erwartungshaltung und der Druck dahinter, ne? Ja, ich erwische mich schon oft dabei. Andererseits, wenn ich Storys sehe von anderen Leuten, die dann sagen, oh sorry Leute, ich habe mich nicht bei euch gemeldet, dann denke ich mir, du bist mir, uns keine Entschuldigung oder keine schuldig. Und so sehe ich das auch. Also das ist am Ende ist es nur ein Instagram-Profil. Ich merke zwar schon, je mehr ich poste, desto mehr verkaufe ich. Das ist einfach so und desto mehr Klicks habe ich auf meiner Webseite. Aber ich versuche mich da so, nee, nicht mehr zu stressen. Ich habe jetzt wirklich bestimmt 6 Wochen lang nichts gepostet und natürlich habe ich zwischendurch gedacht, boah, jetzt mal wieder eine Story machen und so. Aber ich hatte einfach keinen Bock. Es ging nicht. Ja, Dann genau. geht es auch einfach Ja. nicht. Weißt du, da kriege ich dann auch nichts gesagt und ich finde, man sieht mir das auch so im Gesicht an. Ich habe kein Pokerface. Und dann klicken die Leute die Ja, Story doch ja. eh nur weiter, weißt du, wenn du eh dann so irgendwie nur sagst, ja, hi, wie geht's euch? Oder so, Ja, weißt verstehe. du. Also wenn ich nichts zu sagen habe, dann trete ich auch Ja. selten auf, ja. Aber das, wie gesagt, das wollte ich dich auch fragen. Also erzähl Ja. gerne mal, wie du das so siehst, denn obwohl du keinen Plan hattest, ist es ja nun mal so, dass du jetzt extrem gewachsen bist letztes Jahr, was ja wirklich ein Traum ist für viele Creator, die auch super viel Arbeit und Liebe, Zeit in ihr Profil stecken. Und als ich dir geschrieben habe für das Interview, warst du bei 60.000 Followern. Jetzt habe ich heute nochmal geguckt, jetzt sind es einfach 70.000 Follower. Ich finde das auch so absurd, wie lange man irgendwie so für die Ja. ersten 10.000 gebraucht Ja, oder ja. braucht. Und dann so bei dir jetzt vor allem so, Ja, hi, ja. 70.000. Ja, wie ist es denn bei dir jetzt? Also, ich habe ungefähr 2 Jahre gebraucht, um auf 10.000 Follower zu wachsen. Und das war halt so voll der Ja, Meilenstein. bei Also, mir auch. das war immer so krass. 10.000 ist so, ja, weiß ich nicht, das ist halt voll cool. Und dann war ja der Trend mit den Reels. Dann habe ich halt gesehen, dass andere Accounts super schnell wachsen, weil die einfach viele Reels teilen. Und ich hatte gar keine Lust, mich damit zu befassen, weil irgendwie man ist so in seinem Trott und man ist es schon so ätzend, die Bilder immer zu machen. Oder was heißt ätzend? Es Mir fällt mir schwer, auch. weil Ja. ich bin nicht fotogen, so, ne? Was? Finde ich gar nicht. Ich Und finde, du siehst so ja, aber ich natürlich habe bei echt dir manchmal aus. zwei. Aber man weiß ja mal nie, was Danke, dahinter aber ist, ne? ich. Ob man dann so 1.000 Ja. Bilder macht von sich, das ist einfach nur Selbstempfinden. Aber so auf mich wirkt es so total Ja. natürlich und schön. Okay.
Danke. Aber es ist nicht so einfach. Ich mache oft wirklich hunderte Bilder und es Krass. ist echt schwierig. Naja, und ich hatte keine Lust eigentlich. Und dann dachte ich so, oh, irgendwie würde es mich halt so ärgern, wenn ich nicht zumindest versuchen würde. So, ne? Dann hatte ich so ein bisschen Ehrgeiz und dann habe ich so geguckt, was die machen, die halt so schnell wachsen. Und dann habe ich halt gesehen, dass die konsequent jeden oder viele davon jeden zweiten oder dritten Tag Reels hochladen. Und ja, vom Inhalt immer so ein Projekt oder auch nur ein halbes oder wie auch immer oder nur der Zuschnitt oder so. Und dann habe ich mir halt vorgenommen, ein, 2 Monate lang das auch durchzuziehen und mich darauf zu fokussieren und zu gucken, ob ich halt diesen Aufschwung auch kriege oder nicht. So war dann mein Plan. Und dann habe ich das halt ja, quasi durchgezogen, habe dann sehr viel genäht. Immer, ich habe mir dann mich auch mit einer App beschäftigt, die das halt, wo ich das schneiden kann. Das ist Premiere Rush, die finde ich ganz gut, das klappt auch gut auf dem Handy. Und dann habe ich halt immer wieder Reels hochgeladen und dann so nach dem, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt nicht so genau im Kopf, aber nach 10 oder 15 vielleicht Reels hatte ich dann das erste Mal, dass ich gemerkt habe, krass, mir folgen plötzlich super viele Leute, so, weil halt das wird dann halt irgendwie gepusht auf der Startseite angezeigt und dann kommen manchmal, keine Ahnung, 300 Leute am Tag oder 1000 oder 3000 und Krass. oft kommt das dann halt auch so nachgelagert, dann postest du ein Reel und dann erst 2 Wochen später merkst du, okay, das hat gerade Reichweite und dann kommen die Follower und dann hast du aber noch ganz viele andere Reels und durch die kommen, wenn du Glück hast, auch Reichweite und dann hast du halt teilweise echt, keine Ahnung, manchmal hatte ich 3000 Follower am Tag mehr, was halt irgendwie richtig krass ist, so, ne? Und ja, das war so. Ja, so war das. Aber also im Rückblick, jetzt mache ich das nicht mehr, weil es einfach nicht geht, weil es ist unfassbar zeitintensiv. Und wenn man halt gerade so wie ich und du ja auch Teilzeit arbeitet, dann kommt man mittags nach Hause und muss sich halt überlegen, arbeite ich jetzt an dem Schnittmuster, was mein Teil meines Einkommens ist oder wovon ich lebe, oder setze ich mich hin und nähe was, damit ich Content für ein Reel habe. Und wenn du das 2 Monate machst, dann hat man auch keine Lust mehr zu nähen. Und dann war es schon teilweise so, dass man sich so fragt, boah, was kann ich jetzt schnell nähen, um schnell Input und Content-Material zu haben? Und darauf, das, da, Das nee, ist nicht das der könnte ich Sinn der nicht dauerhaft Sache, machen, ja, ne? das ist Gar auch zu nicht, ne? Und schade. deswegen, wenn ich nähe, es macht mir auch Spaß, zum Beispiel zu nähen und in der Story das zu teilen, weil das halt so natürlich ist. Man sieht halt die Schritte und ich muss mir auch keine Gedanken drüber machen. Habe ich jetzt eine weiße Unterlage? Ist alles Ja. schön? Ist das Licht gut? Ne, ist Tageslicht? Scheint die Sonne? Sondern einfach so, wie es ist, filme ich das und das ist halt viel entspannter, ne, als immer diese Reels. Trotzdem bin ich natürlich froh und dankbar, dass dieser Aufschwung bei mir da war. Aber es ist jetzt nichts, was ich dauerhaft machen könnte und wollte. So, genau. Hast du also immer neue Projekte genäht oder hast du auch altes Videomaterial für die Reels benutzt? Meistens neu, aber ich habe auch teilweise aus einem Reel-Material zwei ähnliche Reels geschnitten. Und das Ding ist ja, der Algorithmus ist ja leider sehr willkürlich. Voll. Also den eigenen Followern wird ja oft diese Reels, die so gepusht werden, die werden den eigenen Followern gar nicht so angezeigt, sondern eher fremden Leuten. Und dann dachte ich mir, wenn die eigenen Follower das eh nicht sehen, Stimmt. dann kann ich auch zweimal identisches hochladen, so, ne? Ach, das Also ist echt ein guter Tipp eigentlich, ja. ja, Stimmt. und es ist halt auch, wenn man auch auf die Zahlen achtet, ich habe mal bei einem Reel, was wirklich fast identisch war, das eins hatte halt kaum Reichweite, ich weiß jetzt nicht die Zahl auswendig, aber das andere hatte halt eine richtig krasse Reichweite und das, obwohl der Inhalt identisch ist und da merkt man halt auch mal wieder, wie willkürlich das ist und dass vieles da halt einfach auch Glückssache ist, ne? Leider. Das ist sehr interessant. Das stimmt nämlich, weil ich glaube, oft posten wir auch, oder ich poste dann Sachen einmal und dann denke ich, naja, Sie haben es ja jetzt gesehen, aber nee, es haben vielleicht wirklich 10% der Leute gesehen. Und man kann das eigentlich locker nochmal posten in einem zweiten Reel. Die Leute, die Auf einem jeden Fall. wirklich richtig folgen, die werden es dann wahrscheinlich zum zweiten Mal sehen, aber dann ist es halt so. Also das, da geht jetzt auch keiner dran zugrunde. So, das ist echt ein Genau. guter Tipp. Und ich verstehe auch voll, wenn du sagst, so, dass du das dauerhaft nicht machen kannst. Und dann ist ja auch die Frage,
wohin will man überhaupt wachsen und was macht man dann damit? Ne? Am Ende kannst du dann auch irgendwann 500.000 Follower haben, wenn du nicht dazu kommst, ein Produkt weiterzuentwickeln oder Produkte online zu stellen, dann bringen dir die ja auch nichts. Ne? Ich glaube, das ist ein richtig guter Schritt, da jetzt zu sagen, jetzt fokussiere ich mich wieder auf Produkterstellung und dann kannst du auch verkaufen und da eben auch dran verdienen. Am Ende ist es ja auch, leben wir auch halb davon. Ne? Genau. Ja, und wie ist das bei dir so mit dem Social-Media-Druck, jetzt wo du so 70.000 Follower da stehen hast? Wie geht's dir damit? Also ich versuche mich davon freizumachen auch. Wenn ich lange nichts poste, dann denke ich immer so, oh, ich habe voll lange nichts gepostet. Aber dann denke ich mir halt so, wenn ich nichts poste, es ist ja nicht so, dass die Follower da sitzen und auf meinen Content warten. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Also manchmal ist es ja schon so, dass man jetzt, wenn jemand wirklich lange nichts postet, dann sieht man die Person wieder und denkt, ah, die gibt es ja auch noch so ungefähr. Ne? Aber es ist ja jetzt nicht, dass ich irgendwie mein tägliches Leben teile und die Leute sich dann fragen, was hat Ina heute eigentlich gegessen? So, ne? Und es kommt keine Info. So, ne? Sondern es ist ja eigentlich, niemand wartet drauf, ne? Und deshalb versuche ich mich davon freizumachen, weil ich halt auch weiß, dass es für mich viel wichtiger ist, an den Schnittmustern zu arbeiten, als Content zu erstellen. Mhm. Klar, wenn es passt, ist es natürlich gut, ne? Aber ich will mich da nicht stressen, weil Stress hat man halt so schon mehr als genug. Ja, ja, niemand wartet drauf. Andererseits glaube ich, also mir persönlich fällt das auch oft schwer, dann zu unterscheiden, was interessiert die Leute jetzt und was nicht. Also nur weil wir jetzt Näh-Accounts sind, darf ich dann auch posten, was ich esse oder wo ich mal an den Strand gehe oder so, oder sind dann sofort wieder 100 Follower weg. Aber eigentlich müsste einem das ja egal sein, weil selbst wenn sie weg sind, dann ist das so. Und wie siehst du das? Zum Beispiel letztens, wo du sagst, niemand wartet drauf, hast du auch dein Essen gepostet. Und ich dachte mir so, ach, voll cool, das mache ich auch mal. Also mich hat das zum Beispiel interessiert. Ja. Und das ist halt so, hast du da irgendwie so ein Gefühl für, wie viel teilst du, wie viel möchtest du auch von dir zeigen, auch privat? Oder strugglest du dann manchmal mit? Also grundsätzlich denke ich eher, die Leute interessiert es nicht, so diese, ne? Das ist so meine Grundeinstellung. Ich denke jetzt nicht, oh, ich muss alles teilen, weil mein Leben ist so spannend. Aber wenn ich so an andere denke, oft sehe ich halt so private Sachen von anderen und dann bin ich halt mega interessiert. Und dann hat man irgendwie so, das gibt einem Profil auch so ein bisschen Charakter. Ja. Wenn man so ein paar kleine Einblicke ins Privatleben kriegt, das ist auch, finde ich, irgendwie sympathisch. Und dann weiß man halt irgendwie was über die Person und dann weiß man halt so, wer ist das oder keine Ahnung, wie sieht die Familie aus oder solche banale Dinge, ne? Oder Freunde oder ach, die macht Sport oder keine Ahnung so, ne? Deswegen versuche ich immer so ein bisschen zu gucken, was würde mich bei anderen interessieren, aber ich finde, ich teile relativ wenig privat. Mhm. Manchmal ist ja mein Freund in der Story, das ist auch immer dann ganz lustig, weil nichts wird so viel geklickt, wie wenn er in der Story sieht, das gerne. Echt? Das sind die Leute sind neugierig. Leute. Ja. Ich glaube, einmal sogar über 1.000. Die müssen dann anklicken. Aber wenn man dann so Sale irgendwie, hier Achtung Stoff, hier ist Sale, dann so 100 Klicks. Nee, Quatsch, aber das ist immer lustig. Und da sieht man halt, wie groß das Interesse ist, ne, an solchen Dingen. Ne? An Person, an der Person eben. Ja, das stimmt. Und das macht so ein Profil ja auch viel nahbarer. Das kann ich jetzt in der Theorie so sagen, aber ich struggle voll damit, das umzusetzen. Also auch wenn ich Fragesticker erstelle, dann kriege ich voll interessante Fragen, wo ich mir denke, ach krass, das interessiert euch. Ja, kann ich halt schon mal teilen. Ne? Ja. Aber so von selber fällt es mir echt schwer, da auch mehr von mir zu erzählen. Da muss immer eher so jemand mal fragen. Mhm. Ja, aber ich glaube, da kann ich, das ist schon auch was, was ich dieses Jahr mehr machen möchte, dass ich da eben auch ein bisschen mehr zeige. Du warst ja auch auf Bali, ne? Das genau, fand ich stimmt, auch das habe ich gezeigt. Ja. Fand ich richtig cool. Ja, da habe ich mal ein bisschen was gezeigt. Ja, bei mir ist es auch immer so ein Up und Down. Ne? Manchmal zeige ich und manchmal bin ich ja wieder 6 Wochen weg. Bin ich wieder da. Tschüss. Aber so läuft das. Ja. Du hast auch schon, lass uns nochmal bei den Social-Media-Plattformen bleiben. Nämlich, neben Instagram machst du noch was anderes? Und wenn ja, welche Plattform läuft für dich am besten? Und wo generierst du auch Traffic für deine Verkäufe? Also wo verkaufst du dann auch am besten? Also ich habe jetzt seit ein paar Monaten TikTok, das mache ich so nebenbei, das finde ich eigentlich ganz cool. TikTok ist ja so irgendwie so entspannt. TikTok ist, finde ich, so viel realer. Also
ja, real, sagt man, also nicht real, aber Ja, halt schon schon. echter irgendwie, genau. Und auf TikTok muss auch nicht immer alles perfekt und schön sein, finde ich, so vom Empfinden. Das finde ich echt ganz cool. Aber mir fehlt so ein bisschen die Zeit, da jetzt krass viel zu investieren. Und mein Hauptkanal ist halt einfach Instagram. Ich weiß gar nicht, wenn bei Etsy kann man ja die Statistik sehen, von wo der Traffic kommt. Und der ganz, ganz große Teil bei Etsy, bei meinen Etsy-Verkäufen, kommt halt nicht über mich, sondern über Etsy, über die Suchmaschine Etsy. Und deswegen kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, ob jetzt mein Social Media so krass relevant ist für meine Verkäufe. Wahrscheinlich schon, aber ich habe das jetzt nie so genau analysiert irgendwie. Und hast du Pinterest? Nee. Da machst du gar nichts, ne? Krass. Du? Ja, schon. Also alles, was ich vor allem jetzt die Pinterest Video, wie nennen die sich denn? Idea Pins, das ist quasi Shorts, also Reels auf Pinterest. Also die kannst du da auch gut wiederverwerten, zum Beispiel. Aber ich habe das schon vorher, als noch Bilder so super relevant waren. Ich poste da immer noch ein paar Bilder, aber läuft überhaupt nicht mehr. Also das war so vor 2 Jahren, ist das mal sehr gut gelaufen, aber mittlerweile habe ich da so gar keine Reichweite mehr und da Okay. klickt auch keiner mehr, obwohl ich finde, dass meine Bilder jetzt echt qualitativ besser geworden sind, aber Bilder werden einfach, sind nicht mehr relevant, habe ich das Gefühl. Naja. Weniger. Aber ich nehme es mal so, ich nehme es noch mit, auch so für meine, ja, meine persönlichen Boards und so. Ist das dann, hast du dann so einen Account, so einen Pinterest-Account und dann postest du da und dann können Leute das so anpinnen, ne? Sich so merken irgendwie, ne? Genau, also weil viele, die ja Ideen suchen, also wenn die jetzt was nähen wollen, die gucken auf Pinterest. Das Ja. heißt, du kannst zum Beispiel auch deinen kompletten Etsy-Shop ja da pinnen. Ah, cool. Nur statt dass das andere machen, kannst du den halt direkt, können sie das halt von deinem Sewing-Maschine-Account zum Beispiel direkt repinnen. Deshalb wirst du wahrscheinlich schon auf Pinterest vertreten sein, weil sich bestimmt viele auch deine Etsy-Bilder auf Pinterest merken. Aber das könntest du zum Beispiel auch für dich nutzen. Also Pinterest, da kann man schon echt viel machen, gerade wenn man schöne Idea-Pins macht. Bei einigen läuft es sehr gut und ja, bei mir läuft es nicht so gut. Okay. Ja. Okay, schade, aber gut, dass es die Möglichkeit zumindest gibt, ne? Dass Ja. man das machen kann und dann auch direkt Produkte so einfach verlinken, ja, irgendwie, ne? Aber ich werde das auch weitermachen. Ich glaube, dass das manchmal muss man das ja auch einfach mit der Zeit mitgehen und dann das wieder so einfach rausfinden, was funktioniert. Das gehört halt manchmal dazu. Ne? TikTok mache ich ja so auch wirklich stiefmütterlich nebenbei. Aber das würde ich gern dieses Jahr mehr machen. Auch wie du sagst, so ein bisschen realer Content, wo ich halt nicht irgendwie jetzt geschminkt sein muss, sondern mich halt einfach hinstelle und beim Zuschnitt filmen oder so. Ja, genau. Ja, aber ne, die Ideen sind immer da und dann die Umsetzung mal schauen. Also alles, was so mit Video und meinem Gesicht zu tun hat, da habe ich immer so eine sehr große Hürde. Okay. Aber mal schauen. Okay. Der Wille ist da. Ich mag das. Ich könnte auch nie so eine Story machen, wo ich jetzt so mit Handy so reinspreche. Das habe ich noch nie Ist gemacht. schwierig, ja. Das. Also selten mache ich das mal. Manchmal schon, da muss ich mich schon echt danach fühlen. Also da muss schon echt ein guter Tag sein. Sonst ja was anderes. Spiegelvideos sind gut. Das machst du ja auch viel. Ja, Weil das, genau. da ist Ja. man halt nicht hier so ganz nah Ja, genau. dran und er kann Ja. sich auch nicht selber irgendwie dann 10-mal angucken und denken, boah, wie siehst du aus oder so. Ne? Bist schön weit weg. Man sieht aber Ja. alles, das Relevante, die Ja. Kleidungsstücke. Das mag ich auch gerne. Das ist ja entspannt. Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, du verkaufst auf Etsy und das ist ja auch sehr erfolgreich. Da hast du ja auch relativ gute Verkäufe. Du hast keine eigene Webseite, ne? Habe ich jetzt auf jeden Fall nicht gefunden und hast du auch noch nicht. Also ich habe tatsächlich, ich habe eine, ne? Also ich habe meine gemacht. Also ich arbeite dran, ne? Ich habe so einen Shopify-Account schon seit über einem Jahr. Aber ich hatte keine Energie, mich damit zu beschäftigen, weil halt irgendwie diese Steuerthemen und das war so viel. Und dann hatte ich, also wir hatten ja vorhin Steuern, ich finde Steuern jetzt nicht schlimm, aber ich habe immer Angst, was falsch zu machen. Ja. Und dann dachte ich so, ich warte bis 2023, dann ist, wenn du kein kleiner Unternehmer bist, finde ich vieles auch einfacher, weil vieles einfach auch klarer ist. So, und dann weiß ich, das ist die Regel und so mache ich es jetzt und dann
so, dann wird es schon richtig sein, so, ne? Und es gibt keine Grauzonen mehr irgendwie. Und ich hatte einfach Angst. Und das war, ist natürlich auch entspannt über die Plattform. Und ich wollte jetzt aber dieses Jahr im Januar oder Februar meinen Shop live, mit meinem Shop live gehen. Genau. Ja, es Und lohnt ja. sich gerade, wenn du jetzt auf Instagram so gut das funktionierst, da den Moment mitzunehmen, dass die Leute dann direkt bei dir kaufen, Ja, ne? das ist natürlich am besten, ne? Macht schon Am Sinn. besten, ja. Aber hast du vielleicht ein paar Tipps, wie du oder hast du auch auf Etsy irgendwelche Tipps befolgt, um so gut da auch gefunden zu werden vom Algorithmus ja vor allem? Also ich kriege deine Schnittmuster auf Etsy immer angezeigt, egal Okay. nach was ich suche, eins von dir wird immer angezeigt. Okay, Hast du krass. da ein paar Tipps oder ja, ist das irgendwie einfach so passiert? Ja. Also, ehrlich gesagt, ich glaube, am wichtigsten sind diese Tags, die man hier eingeben kann, ne? Ja. Da gebe ich immer ein Sewing Pattern Schnittmuster einfach so, ne? Das ist das. Und sonst mache ich tatsächlich nichts. Nee. Aber weißt du, ich glaube, das liegt daran, dass deine Produkte halt wirklich gut sind. Und ich finde, jetzt, wo du so erzählst, bist du ein richtig gutes Beispiel dafür, dass man sich auf das Relevante, auf das Wesentliche konzentrieren muss, nämlich das Produkt. Wenn das Produkt, das du verkaufst, nicht gut ist oder minderwertig ist, wirst du damit auch langfristig, glaube ich, keinen Erfolg haben. Ja. Und du hast dich halt nicht auf eine schöne Webseite fokussiert und was weiß ich, und das alles hübsch zu machen, sondern du hast gute Produkte entwickelt. Und du hast sehr schöne Produktfotos und ich glaube, dass diese Kombination, die dann auch zu guten Bewertungen führt, einfach richtig gut geklickt wird auf Etsy. Ja, kann sein, dass wahrscheinlich hast du recht. Man, es gibt ja auch so ein Ranking, ne, auf Etsy. Ich glaube, du kennst dich gut aus mit Etsy. Ne? Du hast ja auch mal so ein Interview gemacht. Und ja, genau, es gibt irgendwie so ein internes Ranking. Aber aktiv mache ich nicht so viel. Aber du wirst mir auch oft angezeigt. Aber ich glaube, das liegt fehlt an den Cookies, weil wenn ich auf deinen Shop gehe, dann Ja, ist ja das ist irgendwie. schon ein personalisierter Feed auch. Also ich glaube, weil wir die Leute, was mir gefällt, oder nee, die Leute, denen meine Sachen gefällt, gefallen vielleicht auch deine Ja, Sachen so. stimmt. Und so ist das auch bei uns. Aber das ist schon auch ja, interessant. Also weil ich glaube, das ist dann nicht nur bei uns so, sondern auch bei Kundinnen, die bei dir oder bei mir kaufen. Das ist schon ganz gut. Hast du dich dann am Anfang von deiner Gründung stark auf die Marke fokussiert und auf deinen Außenauftritt und wie das alles aussehen soll? Oder bist du auch eher so Also ich bin produktorientiert? schon ich habe so ein sehr ästhetisches Auge. Also ich mag schon gerne, wenn alles hübsch ist und schön ist. Am Anfang habe ich auch keine Webseite gehabt, 1,5 Jahre lang. Und dann habe ich mir das alles selber beigebracht. Mit WordPress mache ich das. Und das hat dann auch lange gedauert. Meine erste Webseite war richtig hässlich und da habe ich mich auch nie getraut, die zu zeigen, habe die auch nirgendwo verlinkt. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, na komm, jetzt machst du es mal richtig und machst auch so ein Logo, mit dem du dich komplett wohlfühlst, dass das jetzt auch einfach mal erledigt ist. Aber das war eben zu einem späteren Zeitpunkt. Ich glaube, am Anfang ist es verschenkte Energie, weil du auch gar nicht weißt, wohin willst du dich entwickeln, womit identifizierst du dich? Also das ist ein Prozess, ne? Stimmt. Und die Energie würde ich eher ja, in Produkte legen. Trotzdem ist es ja schön, ne? Wenn man wie du ja so ein Talent hat. Ich finde, das ist auch oft so angeboren. Manche haben so einen Blick und dieses Ästhetikempfinden und andere halt nicht. Und das ist auch sch schwer lernbar, finde ich. Also wenn man sich dann zwingen würde oder das versuchen würde, dann würde man wahrscheinlich nur irgendwie so was kopieren. Ne? Ja, das stimmt, das verstehe ich schon. Ja, Ja. also ich glaube, man kann das auch schon sehr stark kultivieren, so ein Designauge. Also ich glaube, ich bin mit so einem ästhetischen Blick schon so geboren, also dass ich das so schätze. Aber dieses Designaspekt, das ist mir in den letzten Jahren sehr bewusst geworden, dass das echt was ist, ein Skill, den man bilden muss und kultivieren muss und auch kann. Und es studieren nicht umsonst Leute Design und so, Ja. das ist mir halt so bewusst geworden, ne? Aber ich glaube auch schon, wie du sagst, dass man eben irgendwie in der dass manchen Leuten vielleicht leichter fällt und manchen Ja, eben nicht. auf jeden Fall. Ja, aber ja, total. Ich glaube, du hast wirklich sehr, sehr vieles richtig gemacht und deine Produkte sind super durchdacht. Du bist so total am Zeitgeist dran. Die werden ja auch viel, ja, weil es einfach mal was Neues ist und vor allem viel schöne Jersey-Sachen, nicht so
Trashy-Jersey-Sachen. Also, so wirklich viele schöne Sachen. Das wird halt Danke. eben gut geklickt. Das ist halt so, ja. Darf ich dazu kurz was sagen? Allgemein, Ja. tatsächlich ist Etsy gar nicht so super relevant für mich. Am relevantesten ist für mich tatsächlich Makerist. Ach stimmt, da haben wir noch gar nicht Ja, drüber Makerist ist geredet, so ja. mein wichtigstes Ah, ja, stimmt. Ding. Genau, für diejenigen, die, also, weil ich glaube, auf YouTube schauen sich auch viele, die auf Etsy verkaufen wollen oder kaufen, meine Videos an. Also für diejenigen, die vielleicht damit gar nicht, noch gar nicht in Kontakt gekommen sind, Makerist ist eben eine Plattform ähnlich zu Etsy, aber da geht es nur um ja, Schnittmuster, die man da kaufen kann und Materialien, Stoffe. Aber das Schnittmuster ist halt ein Marktplatz, das heißt, wir als selbstständige Designerinnen können da unsere Schnittmuster anbieten. Und das läuft bei dir also ziemlich gut. Ja, schon, also ja, schon. Also ich bin zufrieden. Ich bin sehr, das ist für mich so also mit das Wichtigste, die wichtigste Plattform. Ich glaube, die meisten meiner Kundinnen sind halt einfach deutsch und die kaufen, glaube ich, am liebsten über Ah, Makerist, habe ich okay. so ein bisschen das Das Gefühl, stimmt, ne? ja. Du hast ja auch noch mehr Einblicke in die Ja, also Inside. Makerist funktioniert auf Deutschland am besten. Ja. Ich habe auch kaum zum Beispiel auf Etsy deutsche Verkäufe. Also wenig, Ja. die kaufen auf Makerist, das stimmt. Genau, und was ich bei Makerist auch mag, ist, dass die zwar ist oft Sale, ne? Das wird ja auch manchmal kritisiert, dass viel Sale ist und vor allem ja auch der berühmt-berüchtigte 2-Euro-Sale. Aber die haben einfach eine riesen Reichweite und man kann damit halt auch viele potenzielle Kundinnen erreichen, so über Makerist. Und das finde ich halt gut. Und die sind auch so erreichbar. Also man kann da wirklich mit jemandem sprechen und das ist bei Etsy halt weniger der Fall. Klar, es gibt auch einen Support, aber ich glaube, wenn du mal, ich habe mal gehört, irgendwie bei einer wurde der Account gehackt und die Einnahmen wurden dann auf ein anderes Konto geleitet. Und da ist es dann halt, da kannst du dann halt schwer ja, gegen angehen oder da jemanden erreichen, so war damals zumindest die Aussage. Ja, der 2-Euro-Sale, das ist ja wirklich so ein Thema für viele Designerinnen, die ja da nicht mitmachen, die sagen, sie verkaufen sich unter Wert. Verstehe ich einerseits, aber ich glaube, du hast sehr früh erkannt, dass du mit den Sales wirklich viele Kundinnen erreichst, die du sonst vielleicht gar nicht erreichen würdest. Das heißt, in diesen 2-Euro-Sales kaufen ja nicht die Leute, die, also sehr wahrscheinlich weniger Leute, die dir folgen und sagen, oh geil, jetzt kaufe ich erstmal den ganzen Shop für 2 Euro, sondern das sind eher Leute, die browsen und ausprobieren Genau. und dann auch über Shops stolpern, die sie gar nicht kannten, die dann auch eher mal ein Schnittmuster ausprobieren und nicht immer nur das Schnittmuster von Designerin Ja, genau. XY nehmen. Und deshalb, ich habe da auch viel experimentiert mit, obwohl ich ja bei Makerist arbeite, habe ich zum Beispiel über 1,5 Jahre bei gar keinem Sale mitgemacht und habe dann aber wieder bei den 2-Euro-Sales zweimal im Jahr teilgenommen. Und merke das aber auch immer, dass da auch neue Follower Ja. kommen, dass das wirklich neue Kundinnen sind, die ich aber dann auch langfristig zu Kundinnen machen Genau. kann. Also wenn dann eben dann noch das Produkt Ja. stimmt. Und ich glaube, das hast du früher erkannt. Ich sehe auch öfter, dass du zum Beispiel Freebooks machst, aber dann nur für eine Ja, Woche genau. und so, dass man sich da eben nicht immer nur mit schadet oder das unter Wert verkauft, sondern dass das wirklich ein wichtiges Marketing-Tool ist, glaube ich. Ich mache ja eigentlich wenig, also wenig bis gar kein Marketing sonst, also jetzt nicht aktiv zumindest, ne? Ich mache keine gesponserten Posts oder irgendwas. Und das ist genau richtig, wie du das sagst. Ich sehe das halt einfach als Werbeausgabe. Also klar, natürlich Genau, blutet ja. mein Herz, wenn man da wochenlang an dem Schnittmuster sitzt und eine 30-seitige Anleitung schreibt und die dann Ja. irgendwie verschenkt, ne? Und dann denkt man so, oh nein, ne? Und das wird ja dann auch viel runtergeladen, ist ja klar, ne? Weil es umsonst ist. Aber ich habe, wie du gesagt hast, einfach gelernt, dass dadurch Leute auch auf einen aufmerksam werden. Das kann den Kundenkreis erweitern. Und im besten Fall dazu führen, dass halt, ja, dass man halt Stammkundinnen gewinnt. So, das ist so. Und das ist Genau. dann einfach Und Marketingbudget. ja, Ja. das ist wirklich ganz, das hast du in meinen Augen perfekt erkannt. Also, aber ich merke das ja auf Makerist, da kriege ich das oft mit, dass das eben überhaupt nicht so gesehen wird. Das ist natürlich Ansichtssache, ne? Kann ja jeder, ich verstehe das auch beide Seiten, aber ich sehe das so wie du. Ich mache das auch, für mich ist das Marketingausgabe.
Und wie du sagst, mir tut das auch Ja. manchmal weh. Was gehört dazu? Und dafür haben wir ja auch, muss man auch mal sagen, vielleicht Wochen, Monate, wo wir Geld verdienen, ohne viel zu machen, weil es eben ein digitales Produkt Genau. ist, ne? Und so nimmt sich das ja auch dann, oder ist das die Waage irgendwie? Ja. Ich denke auch Ja. manchmal so, wenn du jetzt zum Beispiel ein Schnittmuster für 2 € verkaufst und eins für 4 oder statt für 4, dann Genau. hast du vielleicht bei 4 € mehr Geld, aber vielleicht oder wahrscheinlich kauft dann nur die Hälfte von, hast du nur halb so viele Kunden. Genau. Und wenn du dann aber, du kriegst aber im Grunde dasselbe Geld bei doppelt so vielen Kunden, die dann im besten Fall bei dir bleiben oder vielleicht sogar ein Instagram-Account haben und da Ja. das zeigen. So, ne? Also es hat einfach auch positive Nachwirkungen, so, ne? Das muss man einfach Genau, sagen. das muss man nachhaltiger, ein bisschen Ja. längerfristiger betrachten. Und das, ja, sehe ich auch so. Das merke ich auch immer. Dass auch zum Beispiel nach den 2-Euro-Sales viel mehr auf Instagram geteilt wird. Ja. Also ich werde noch häufiger Ja. getaggt und kann das dann auch reposten und darüber kommen wieder Follower. Und die kaufen vielleicht sogar mal über meinen eigenen Shop und da habe ich dann wieder weniger Kosten. Ja. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall bisher. Es hat mich total gefreut, mit dir zu quatschen. So langsam Richtung Abschluss würde ich dich gerne fragen, wenn du jetzt zurückschaust auf deine, was sind das jetzt, 3 Jahre 2 Jahre und 2 Monate. fast? Ach, erst, ja, Also mit den Kopfrechnen, ja, Schnittmustern und genau. Instagram schon 3 Jahre. Ja, Fast 3. stimmt, 20, ja. Was würdest du Menschen empfehlen, die jetzt sagen, ich habe eine Idee, ich würde das auch, ich würde vielleicht das gerne machen, ich würde was anderes, ein anderes Kreativbusiness gerne gründen? Hast du so 1 bis 3 Tipps, konkrete Tipps, entweder worauf sie achten sollten, was so Learnings für dich waren, was du nicht mehr wieder machen würdest oder was du auf jeden Fall machen würdest? Geht es um Schnittmuster oder egal? Generell, egal welches Produkt, eher so ums Gründen und so die Idee ja, rausbringen quasi oder die Idee verwirklichen. Okay, am wichtigsten finde ich oder würde ich sagen, dass man einfach startet. Das klingt jetzt banal, aber viele machen sich halt Gedanken und schreiben ihre Ideen auf und so und kommen halt nicht so in die Umsetzung. Und das am besten ist es halt, was heißt am besten ist es? Ich würde empfehlen, dass man einfach versucht, sich überlegt, wo sehe ich Potenzial, was würde ich gerne machen und dann halt so ganz praktisch sich überlegt, wie würde ich das umsetzen und das dann so Step by Step macht und guckt, ob es funktioniert. Weil, ja, ich glaube, daran scheitert das meistens, dass man halt einfach nicht das umsetzt, ne? Weil oft ist es ja auch eine Hürde. Ne? Klar, bei Schnittmustern ist die Hürde halt relativ klein, aber bei größeren Projekten oder bei anderen Ideen ist es halt schon ein bisschen größere Hürde. Viel mehr kann ich gar nicht sagen. Ja, okay. ja, also das finde ich. Das würde ich empfehlen und vielleicht auch nicht so sehr auch rechts und links gucken oder wie du gesagt hast, jetzt nicht. Gut, ich habe das so gemacht, das heißt nicht, dass es richtig ist. Ich finde es beeindruckend, wie viele Marken einfach einen super geilen Auftritt haben. Da ist alles schön, es sieht einfach rund aus. Die haben geiles Logo und coole Models und so. Das finde ich mega toll. Also, es das heißt ja gar nicht, dass das schlecht ist. So. Für mich war es nicht so relevant. Aber im Grunde kommt es auf das Produkt und auf den Typen an, so, ne? Ja. Und dann habe ich zum Abschluss noch eine allerletzte Frage. Und zwar, was bist du für ein Sternzeichen? Kennst du dich aus mit Sternzeichen? Was Ja, würdest du raten? schon. Ah, ist ganz viel. Ich habe schon seit gestern Abend, seitdem ich wusste, dass wir heute telefonieren, habe ich schon überlegt, was könntest du Okay. sein? Weil ich kenne dich ja jetzt nur so von Instagram. Aber wahrscheinlich was Erdiges. Erde. Puh, ist schwierig. Du bist nicht so einfach zu lesen. Weiß nicht, vielleicht. Ich weiß nicht, sag du. Ich Ich bin bin Löwe. gespannt. Ist das erdig? Löwe, echt? Nee, das ist Ach so, Feuer. Feuer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht Erde-Placements hast, irgendwas Jungfrau oder sowas. Könnte ich mir Ich werde mich vorstellen. mal informieren. Löwe, Ich kenne mich ah. nicht so gut aus. Was bist du für ein Sternzeichen? Skorpion. Ich bin Skorpion und habe mein
Mondzeichen ist Steinbock und Aszendent ist Jungfrau. Und ich glaube, dass dein Aszendent wahrscheinlich auch Jungfrau ist. Ich werde mich mal informieren. Könnte ich mir vorstellen. Ich kenne mich gar nicht damit aus. Oder vielleicht auch Steinbock oder so, irgendwas Erdiges. Ich gucke mal. Ja, also Ina, vielen Dank auf jeden Fall. Das hat total Spaß gemacht. Ich habe mich total gefreut, dich kennenzulernen. Und ich glaube, dass da viele noch einiges von mitnehmen können von diesem Gespräch, dass du eine große Inspiration bist für viele. Du auch. Und ja, vielen, vielen Dank.